Hey und Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4 zum Epilog. Oh Mann, Leute, ich kann es nicht ausdrücken. Ich bin so happy, dass wir es endlich durchgeschafft haben. Doch wo sind wir jetzt mit dieser kleinen süßen Dame hier? Ein Zettel! Oder eine CD oder was es auch immer ist. Gehen wir sofort auf. Altmodisch. Crash Bandicoot, ja, das haben wir zu unseren Zeiten auch schon gespielt. Aber wirklich altmodisch. PlayStation 1. Ich meine, PlayStation 4, kauft ihr sowas? Ihr habt doch genug Geld. Ah, oh, nice, ein Aquarium. Erinnert mich an mein Aquarium. Ja. Ist ein kleiner Fun-Fact. Welcher meiner Abonnenten, das würde ich jetzt wirklich gern wissen, weiß, wie mein Fisch heißt? Ich hab's einmal erwähnt. Einmal. Also bitte. Wer es in die Kommentare schreibt, der... Ich überleg mir was. Was denn ist dieser Knopf da, der große Knopf da? Das ist die Pumpe. Das ist bestimmt, ja, siehst du, das Stabel darunter stehen, das ist die Pumpe. So, wir wollen es aber nicht zu lange aufhalten, obwohl ich eigentlich richtig gern schmökern hier würde. Ach, das ist so nice. Kann man hier noch irgendwas anschauen? Ich lese mir auch echt aufräumen. Ach, egal, hier im Teenie-Zimmer sieht so aus. Später. Stimmt. So gut. The Nameless City, die namenlose Stadt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ach, ich schaue mir hier alles an. Ich entspanne jetzt richtig. Finde ich gut. Leute, wartet mal kurz. Ich setze mich jetzt richtig hin. So. Schön zurücklehnen in den bequemen Schreibtischsessel rein. Und jetzt können wir den Epilog genießen. Ach, nice. Schöne Jordans am Start. Na klar doch. So. Wie heißt der Hund? Mom? Dad? Jemand da? Ich denke mal, das Spiel will, dass wir da lang gehen. Rhetorisch gehe ich nämlich dann da lang. Juhu. Ich will mir nämlich alles ansehen. Ja, ich gehe gleich, keine Sorge. Aber ist das gleiche Haus wie früher, kann das sein? Ja, das ist gleich. Ja, der kommt jetzt gleich die... Oh, die haben umgeräumt. Hier war der Fernseher, da war die Couch. Die Küche ist auch anders. Die haben alles umgeräumt. Oh, das ist eine andere Couch. Was ist das hier? Oh, ein langer Text. Umdrehen. Oh. Diese zwei. Nice. Darf ich lesen? Ich würde das gern lesen. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du dir die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauchen. 12 Monate rauchfrei. Oh, nice. Das ist immer gut. Rauchfrei ist immer gut. Tendenz steigend. Und ich bin im Kuba. Verdammt nochmal. Ah ja, kubanische Zigarre, ja, davon habe ich schon gehört. Ich war also ein braver Junge. Nice. Wie auch immer. Grüß die Mädels von uns. Oh, die wissen, dass wir eine Tochter haben. Obwohl, sie ist ja auch schon ein bisschen älter. Natürlich wissen sie das. Sag Cassie. Ah, Cassie. Wie heißen Cassie? Okay. Sag Cassie, sie soll schon mal das... Was? Das Backgammon? Was? Backgammon? Brett rausholen? Ich will eine Revanche. Was ist Backgammon? Schreibt mir das in die Kommentare, wenn es das wirklich gibt. Ich kenne das nicht. Ich freue mich auch, alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor Sullivan. Ach, nice. Ach, es ist so schön, in diesen alten Erinnerungen zu schwärmen. Obwohl der Sieg gerade 2 Minuten her ist. Und? Wie sieht's aus, Kleine? Na, bitte. Ja, zieh dir den Apple rein. Lebst gesund. Nom, 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 nom. Ich hab mir jetzt eine Pizza gemacht. Aber egal. Was können wir denn hier noch machen? Wir haben das doch schon gelesen. Hör auf damit. So. Liegt hier vielleicht noch irgendwas auf dem Tisch? Bestimmt, oder? Nein. Ich finde die Wohnung aber eigentlich auch jetzt ganz schön. Obwohl die keinen Fernseher mehr im Wohnzimmer haben. Das ist doch das Wohnzimmer, denke ich, oder? Ja, bestimmt. Ist noch irgendwas zu lesen? Ich will hier wirklich nichts übersehen. Dieser Epilog und diese Folge ist der... Der war aber nicht... Alle, das hättest du doch nur wegessen können, Fräulein. Hi, Hundi. Heißt du? Wie heißt denn Cassie? Oh, was ist das? Na gut.
Aber nur das eine. Kriegst noch eins. Kein Problem. Wir füttern den jetzt fett. Na gut. Was passiert? Aber das ist das Letzte für heute. Okay? Naja, ich weiß nicht, was du denkst, aber ich bin da nicht der Meinung. Bitte. Geht nicht mehr. Mann, sie ist stur. Okay, kommt nach ihrem Vater. Alter. Von da sind wir gekommen, ne? Ja. Gehen wir jetzt hier lang. Die sind wohl abgehauen. Schon wieder wird sie sich denken. Haha, nice. Was ist hier? Oh, das sieht schön aus. Ja. Sind jetzt neue Fotos vielleicht dabei? Ja. Nice. Sorry, Sally. Nice. Kann ich da irgendwie ranzoomen? Ich will das Thumbnail. Das Bild da, genau das. Ranzoomen, irgendwie bitte. Ja, ich kann ranzoomen. Ja, ja, ja. Nein, 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 nicht weiterblenden. Wow. Oh, auch nice. Sieht so jung aus. Nice. Ranzoomen, bitte. Bitte, zoomen. Also was? L2, zoomen. Nochmal bitte. Kann ich so blättern? Nein, okay. Das sieht so nice aus. Ich freue mich voll. Bin ich jetzt sentimental? Ich glaube schon ein bisschen, ja. Ach, nochmal ranzoomen. Das sehen wir uns noch genauer an. Ach, so nice. Mit Hund in den Bergen und beim Segeln. Mann, die Kleine hatte viel erlebt in den jungen Jahren. Muss man schon sagen. Kann man nicht weiter, okay? Dann zurück. Ach, das ist so nice. Jetzt eine kleine Schätze, die sie so mitgenommen haben. Die sie so mitgehen ließen. Ist da noch irgendwas? Die wir aufmachen können oder so? Führt er schon in den nächsten Raum oder? Nein, das ist so eine Art Privatbad. Aber Unordnung haben die hier. Das ist schlimmer wie bei mir in meinem Zimmer. Oh, hier wieder Spiegel. Oh, wir müssen ein bisschen schminken. Geht nicht, ne? Schade. Können wir kacken? Nein, kacken geht auch nicht. Okay. Ach, Leute. Ich bin einfach nur glücklich. Das soll das super Ende eines Spiels sein. Glücklich sein. Das ist das perfekte Ende. Da wollte doch, dass der Hund doch, dass wir reingehen. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Jetzt bitte kein Skandal, okay? Ich bin gerade am Entspannen. Was ist hier? Wow. So cool. Die muss ich mir mal wieder von Mom leihen. Ist die nicht mega alt? Ich weiß nicht. Ich denke schon. Ich meine, ist es das gleiche Haus? Wenn es das gleiche Haus ist, ist es auf jeden Fall komplett anders eingerichtet. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Alter, was ich immer verlange, dass ihr in die Kommentare schreibt, das ist sehr unmenschlich, ne? Das ist echt. Sehe ich das da gerade richtig? Ich muss da mal ranzoomen, tut mir leid. Leute, diese Folge ist nicht mit Action da, das ist einfach nur Spaß. Alter, sehe ich das? Wartet mal kurz. Achso, okay. Achso, das ist das Spiel, was sie gemeint haben. Kann das sein? Möglich. Okay. Hat ein bisschen vom Schnellansehen ausgeschaut wie Lego. Aber ist, glaube ich, das Spiel, was Sally gemeint hat. Mom hört komische Musik. Aber die hier gefällt mir. Können wir selber spielen? Komm schon, leg richtig auf. Kannst du auch noch mehr wie einfach nur drüber streichen? Anscheinend nicht. Okay. Ich kann auch nichts ansehen. Gut, dann gehen wir wieder raus. Sind wir jetzt nicht durch? Da drüben waren wir. Da waren wir. Bei der Haustier waren wir noch nicht, glaube ich. Oder? Das Haustier ist das Einzige, was noch fehlt. Können wir bei der Haustür raus? Mal schauen. Zuerst mal raus sneaken. Ist jemand draußen? Okay. Geh einfach mal raus. Hey. Weg ist sie. Am Strand. Nice. Neues Haus auf jeden Fall. Das ist einfach so schön, paradiesisch. Mann, die haben das wirklich verdient, nach der ganzen Arbeit. Ist hier noch was anzuschauen? Oh, ist das das Spiel?
Sieht auch so Brettspiel-Dingensmäßig aus. Ich weiß nicht. Ein perfekter Tag. Yep. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Ich gehe in die Garage. Ja, wir haben eine Karre. Geilo. Ich will mir alles ansehen hier. Alles. Also das Auto ist da. Einsteigen. Vielleicht wurden sie von Außerirdischen entführt. Oh, bestimmt. Oder sie sind einfach zu Fuß unterwegs. Nee, Außerirdische ist viel wahrscheinlicher. Ach. Grüße an meinen alten Schulfreund. Marci, wenn du das siehst. Fühl dich gegrüßt. Oh, er wird nicht wissen, wer ich bin. Also von dem her. Ja. Gibt sicher viele Marcis, die sich jetzt gegrüßt fühlen. Ach, nice. Was ist das hier? Kanus. Nennt man, glaube ich, so, oder? Ich glaube, diesen Weg sollen wir sogar gehen. Also gehe ich zuerst woanders hin. Also ich glaube, wir sollen diesen Weg gehen. Also gehe ich zuerst hier lang. Wie, was finden? Niemand da? Nein, niemand. Okay. Hallo, Hundi. Was ist hier? Der Schatz. Oh, nice. Essen. Das Essen ist hier. Alter, wir haben sogar eine Yacht. Alter, Sam, der Schatz hat sich gelohnt. Hundi? Hey, Vicky. Vicky, okay. Cassie und Vicky. Nice. Cassie und Vicky. Ja, komm, wir reden. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Echt jetzt? Gut, suche ich sie selbst. Ich finde das einfach nur so Hammer. Weil das ist das perfekte Spiel. Das Beispiel eines perfekten Spiels, wenn ihr mich fragt. Zuerst richtig Action, Hammer-Einlagen mit Jump'n'Runs, einer mega heftigen Story. Und am Ende noch mal so eine richtig nice Ausklingphase. Das ist einfach nur so heftig, wie die Spielemacher das gemacht haben. Also wirklich echt mal Props an die Spielemacher. Einfach nur Props an die Spielemacher. Wirklich. Einfach nur Props. Können wir in das andere Haus rein? Wäre nice. Können wir wirklich. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Wow. Das wurde voll gesäubert. Auf jeden Fall. Ist das hier Sams Haus? Möglich. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Sam ist wohl immer noch auf der Jagd nach Schätzen. Einfach nur heftig. Können wir da noch was gucken? Bitte? Nein, okay. Die haben aber auch alle eine ziemlich ähnliche Einrichtung. Hier kann ich wahrscheinlich wieder raus. Nein, kann ich nicht, okay. Wir wollen auch noch gar nicht raus jetzt. Muss ein bisschen umschauen. Okay, hier ist nichts. Nicht ganz so nice, aber egal. Da draußen sehe ich nichts, alles klar. Hier bleibt in der Ecke was? Nein. Ach, im Schrank. Jetzt springen sie heraus, wetten. Was bewahrst du hier auf? Den Schatz von Libertalia natürlich. Was sonst? Wie albern. Abenteuer live. Run? Was? Ruins in the family. Na, runs in the family. Nice. Du bist auf dem Cover. Das habe ich noch nicht hinbekommen. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Plot Twist? Nein, 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 nein. Wir machen das später. Siehst du mir den Rest an. Leute, wenn es hier wirklich weitergeht, dann will ich, zuerst draußen nachsehen. Ich kann nicht mehr raus, stimmt's? Ich kann nicht mehr raus. Nein! Bitte Spiel, tu mir das nicht an. Ich wollte doch alles sehen. Ja gut, wenn das Spiel uns zwingt, dann müssen wir halt... Alter, Cassie, mach keinen Scheiße. Einfach keine Chance. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwas Blödes. Cassie, mach keine Dummheit, bitte. Heftig. Nice. Ich wusste es. Nice, das Scheiß. Was ist denn alles? Totenkopf.
Die Lade da unten sieht wichtig aus. Keine Ahnung, irgendein Harz oder sowas? Seltsam. Was ist das? Ich denke immer noch, das ist Alien-Köttel. Egal. Was ist doch unser Zeug? Warum hat das Sam? Oh, das ist das hier unser Haus. Und wir waren mit Cassie vor einem anderen. Jetzt, aber Cassie ist doch unser Kind. Cassie ist hundertprozentig unser Kind. Ist das ein Einschussloch? Wer weiß. Ach, das wird ich gleich aufklären. Ich schmücke hier einfach in der Vergangenheit ein bisschen rum. Was ist das hier? 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Tja, wir haben eine nice Vergangenheit, Cassie, das musst du wissen. Der Schädel. Irgendwie gruselig. Irgendwie ach. Cool. Warum denn gruselig? Passt doch. Hey, nicht anders hinlegen, das merkt ihr doch. Ist da unten noch irgendwas? Ja. Piratenmünze. Sieht aus wie Avery Siegel. Halt, ist das Avery Siegel? Ja, Madame, das ist Avery Siegel. Henry Avery höchstpersönlich. Ach, ob sie irgendwann davon erzählt haben, ich weiß es nicht. Eine spanische Dublone. Aber von wo? Spanien vielleicht. Mal einfach so gedacht. Obwohl, da gab es doch dieses spanische Dublone hier irgendwo in irgendwo. Das haben sie, glaube ich, einmal erzählt. Was ist das? Das ist das Kreuz. Das Digmas-Kreuz. Vom heiligen Digma. Ja, so viel merkt sich auch der Rayon. Gehen wir hier rüber. Das ist das Buch. Hallo? Das Buch der Bücher. Nein, da oben war doch noch was anderes. Nein, geh nicht weg. Oh, scheiße. Egal. Guck doch rein, ja. Dann siehst du, was deine Eltern mal gemacht haben. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, will ich jetzt lesen? Henry Avery, der Gunsway-Raub? Was? Wir können doch das jetzt alles noch durchlesen? Hast du nach Averys Schatz gesucht? Kann ich auch zurückblättern? Bitte? Weil ich eigentlich würde ich das jetzt schon gerne alles durchlesen. So eine Zusammenfassung für immer, aber das ist schon sehr lang, kann das sein? Ja. Das ist eindeutig sehr lang. Leute, ihr könnt euch das durchlesen. Ich werde es jetzt nicht durchlesen. Ich skippe einfach mal durch. Wen es interessiert, der kann das durchlesen. Vielleicht mache ich nochmal eine Lesung. Es kann sein, wir könnten ja nochmal noch so eine Lesestunde machen, wenn ihr Lust drauf habt. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe ja gesagt, ein Kommentar reicht mir und ich mache sofort eine Lesestunde, wo wir alle Schriften hier in diesem Let's Play noch einmal richtig durchgehen. Richtig drüber reden. Das kann ruhig auch ein paar Stunden dauern, das ist kein Problem. Also wer will, kann sich's durchlesen. Ich mach's, wenn ihr wirklich Interesse daran zeigt. Was ich zwar nicht glaube, aber wenn das Interesse besteht, gerne. Habe ich jetzt auf der anderen Seite auch was vergessen, was ich aufheben kann? Ich schaue da gleich mal nach. Nein, nicht die Richtung. Die Richtung. Können wir da noch was nehmen? Irgendwas? Nein, können wir nicht. Okay. Schütteln. Okay. Ist das Dad? Ja, das ist Dad. Nur welcher ist der Dad? Ich wette immer noch, dass es Nathan ist. Ich meine, es muss Nathan sein. Oder es ist Sam. Wir können jetzt ausschließen, dass es irgendwie anders ist. Es ist entweder Sam oder Nathan. Ich hätte mal, es ist Nathan. Okay, es muss Nathan sein. Großes aus kleinen Ursprüngen. Stimmt. Ich skippe hier wieder runter. Bitte sehr. Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle? Oh, scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich habe euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen.
Wieso? Nice try. Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Hm. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nicht? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Na, Fortpflanzung? Nee, Spaß. Das ist was anderes, das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Zwielichtig ist untertrieben. Ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug. Wie alt bist du? Haha, witzig. Das musst du doch wissen. Ach, schön, der Beweis. Wie ist Mom und Dad? Okay. Tja, mal sehen. Wo fangen wir an? Nice. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sack von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts okay, zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Das war doch gar nichts. Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ja. Bullshit. Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Das wird dauern. Wisst ihr was? Sonne scheint. Das Boot ist bereit. Der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Bitte spiel. Bitte spiel. Ich will das auch alles hören. Bitte lass es drin. Nicht einfach abbrechen. Er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch. Und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue. Und sie war verflucht. Krass. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Nice. Aber das kommt erst viel später. Schade, ich will auch zuhören. Nice. Einfach nur nice. Naughty Dog, danke für alles. Bruce Starley, Neil Druckmann, danke. Alter, ich würde jetzt gerne allen danken. Das ist einfach so nice. Danke, dass ich spielen dürfe. Danke, Leute, dass ihr zugesehen habt. Alter, ich will allen danken. Nice. Aber ich hätte gerne noch das Ganze, ich hätte gerne noch eine Stunde diesem zugehört. Ich hätte gerne noch 5 Stunden irgendwie diese Familie gelebt. Alter, ich kann nichts loslassen von dem Spiel. Bitte, bitte, macht einen 5. Teil. Bitte. Mit der Tochter. Das wäre so sympathisch. Ah. Aber ansonsten, Leute, kann ich nur sagen, war das mein erstes Let's Play. Das erste Let's Play, das wir zusammen durchgestanden haben. Vielen Dank an alle Leute, die bis jetzt dran waren, die jetzt noch dabei sind. Wirklich genau jetzt in diesem Moment. Danke an euch alle. Bitte. Leute, ich habe eine Idee. Schreibt ein Hashtag Uncharted 5 in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt dran wart. Hashtag Uncharted 5. Ja, da kann ich nur sagen, gebt ein Like für dieses mega geile Projekt.
dann kann ich nur sagen, Rayon sagt ciao zum letzten Mal in diesem Projekt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Es ist 5 Uhr. Ich gehe schlafen. Gute Nacht, Leute. Nein.